always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So Liegepower.de spart 15%, nein, 16% mit Code BEN, wenn ihr bei Liegepower.de einkauft. Die geilsten Bodybuilding- und Fitnessklamotten überhaupt, von der Qualität, vom Aussehen und so weiter und so fort. Geht dahin, 16% mit Code BEN. Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel und einem neuen Rant. Und ich weiß, wie gerne ihr meine Rants habt. Ich möchte eigentlich gar nicht so viele Rants machen, aber ständig ist immer irgendwas los in der Welt, wo der Ben mal wieder seinen Senf dazugeben muss. Ich muss es einfach sagen. So, mein heutiger Rant, fangen wir doch einfach mal an. Die Welt ist komplett verrückt geworden. Ich weiß nicht mehr, was ist los in dieser Welt mit diesem ganzen LGBT und Vogue-Wahnsinn. Wo soll das noch hinführen? Ich meine, das ist komplett crazy, in welche Richtung das überhaupt gegangen ist. Mein bester Freund ist schwul, stockschwul. Und läuft er mit so einer Regenbogenflagge rum, drängt dir das jedem auf. Wenn du das nicht wüsstest, dass er das ist, wüsstest du es gar nicht. Weil du könntest es nie sehen, weil er nimmt sich total normal und hat auch überhaupt keine Probleme mit anderen Leuten. Und warum auch immer, wie ganz diese ganzen Vogue, Crazy, LGBT, whatever, Unsinn. Okay, einen Moment. Oh, okay, so, jetzt. Dieser ganze Pronomen-Shit, ja, also, oh nein, das wird, du musst mich so, der, die, das, wer, wo, was ansprechen, dieser ganze, also so ein Schmarrn will ich überhaupt nicht mitmachen, ja, okay? Es gibt im Englischen so einen Spruch, der geht so, when it walks like a duck, it talks like a duck, and it looks like a duck, it probably is a duck. Ja, also auf gut Deutsch, wenn es wie eine Ente läuft, es wie eine Ente quakt und wie eine Ente aussieht, ist es wahrscheinlich eine Ente. Ne? Egal, was die Ente fühlt, ob sie jetzt dies oder das ist, trotzdem eine Ente. Ne? So, ja, aber heutzutage sind die ja heute eine Katze, morgen ein Seepferdchen und übermorgen eine Schildkröte. Und keiner kennt sich mehr aus, wer, wo, was, wie spreche ich die jetzt an und welches Tier sind die heute und wer soll sich da denn noch auskennen? Also die Welt ist komplett verrückt geworden. Nur weil ein Elefant sich heute wie eine Maus fühlt, passt er trotzdem nicht unter das Sofa. Egal, was er macht, tut, egal, wie du ihn nennst, hey, du Mäuschen, passt trotzdem nicht unter das Sofa, ne? Ist einfach so. Naja, wie gesagt, die Welt ist verrückt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr zufälligerweise das mitbekommen habt von diesem Miss Alabama Competition, wo die Miss Alabama gewählt haben. Und die Siegerin, die kam dahin und hat sich gedacht, oh Mann, meine Konkurrenz ist richtig groß. Was mache ich, damit ich bessere Siegchancen habe? Ich esse einfach halb all die Teilnehmerinnen auf. Also die Hälfte meiner Teilnehmerinnen, die esse ich einfach auf. Ne? Und dann kam die dann so auf die Bühne. Also sie war bestimmt 300, 350 Pfund. Die hatte so ein, naja, Kleid kann man nicht nennen, so einen Sack an, so einen roten Sack. Und die war so fett, so fett.
Und die auf dem zweiten und dritten Platz, die waren normal, so wie man sich bei einer Misswahl die Missen sich vorstellt. Hübsch, schlank, in toller Form, etc. etc. Und dann steht dann, tada, der 350 Pfund Wahl auf der Bühne. Ja, mal wie gesagt, sie hat die Hälfte der Teilnehmerinnen halt vorher aufgegessen. Aber wie auch immer, wie kann man sowas tun? Wie kann man sowas tun? Wie müsste sich die zweite und dritte verarscht fühlen? Du glaubst doch nicht, dass sie jemals wieder zurückkommen zu so einem Wettkampf, wenn sowas passiert. Und wie willst du jemals davon wieder wegkommen? Dann kommen nächstes Jahr 10 fette Weiber an. Ja? Und die machen dann alle die Top 10 oder wie. Die ganze Misswahl ist in dem Moment zu Ende. Ihr habt die komplett ruiniert. Dieser Wahl hätte eindeutig auf dem letzten Platz gehört. Oder man hätte ihr verbieten müssen. Pass mal auf, wir haben gewisse Statuten, gewisse Regeln. Die Misswahl muss so und so muss die Teilnehmerin aussehen. Und da passt du halt nicht rein. Nee, da lassen sie das Monster auf die Bühne, ja, und dann gewinnt die. Da kommst du niemals mehr von weg. Also all die hübschen Jungen und in Shape Frauen, die kommen da alle nicht mehr wieder. Wie müssen die sich denn fühlen? Das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Was ist denn bei euch los mit der Miss Germany-Wahl? Boah, was ist denn da los? Sag mal, ihr habt ja den Vogel abgeschossen. Ich meine, die hässliche Nachtigall oder wie soll man die überhaupt nennen? Die Krähe, die da gewonnen hat. Oh mein Gott, seid ihr verrückt geworden? Dieselbe Situation, jetzt nicht fett, aber hässlich. Ihr habt die hässlichste genommen aus dem ganzen Competition. Wie gesagt, wie sollen sich die anderen Frauen denn da fühlen? Und wer will denn da noch jemals wieder mitmachen, der hübsch ist? Da kommen nächstes Mal nur noch die durchschnittlichen bis hässlichen Weiber auf diese Meisterschaft. Ihr habt das verkackt, die Meisterschaft ist tot. Also unglaublich, was da abgeht in Deutschland. Also ich weiß es auch nicht. Und dann, was ist los mit diesen ganzen durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen, fetten Weiber? Also ich meine jetzt vom Aussehen, die sich hinstellen und sagen, na, der Mann, der muss so und so groß sein. Ne? Also ich will keine kleinen Männer, ne? Aber so eine Tonne, ne? Aber wenn wir Männer sagen, hey, pass mal auf, ich will keine fette Frau. Oh mein Gott, was fällt dir ein? Wie kannst du sowas sagen? Ja, aber ich will es kein. Was? Wo gibt's denn sowas? Bei den Frauen? Ja, okay, wird voll akzeptiert. Ja, du willst keine kleinen Männer. Ja, 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 mach mal die kleinen Männer weg. Ne? Die sind hier nicht interessant, ne? Aber wenn wir Männer sagen, ich will nicht so einen Elefanten haben neben mir, so ein Walross. Oh, Bodyshaming. Wie kannst du sowas tun? Nein, das ist unmöglich. Na, pass mal auf. Kein Mann der Welt kann seine Körpergröße kontrollieren. Das ist Genetik, ist bei Natur vorgegeben. Aber ihr könnt kontrollieren, was hier in euer Maul reingeht. Ja, eure 20, 26 Wiener Schnitzel jeden Tag. Keine Ahnung, was ihr fresst, um so auszusehen wie so ein Walross. Und ihr glaubt, ihr könnt sowas sagen? Ihr könnt Männer niedermachen wegen ihrer Körpergröße, wo keiner was für kann? Aber ihr alles dafür könnt, dass ihr solche Monster seid? Also, wie gesagt, die Welt ist verrückt geworden. Und dann noch was zum Abschluss. Und das trifft home, wie man so schön sagt. Und da werden jetzt sich vielleicht einige aufregen und Ben, wie kannst du sowas sagen? Aber man muss es wirklich von der richtigen Perspektive sehen, was ich jetzt sage. Und ich meine nicht damit, dass ich jemanden hier beleidigen will oder runtermachen will oder was auch immer. Okay? Auf der Empro Classic, in der Classic Physik, da war ein Competitor, der kam mit 2 Prothesen auf die Bühne. Ja? Nun frage ich mich,
wie sollen die Judges das werten, wenn im Bodybuilding, speziell in der Klassikphysik, Perfection gewertet werden soll? Harmonie, Symmetrie, Perfection. Niemand ist perfekt, der eine Prothese trägt. Schon gar nicht zwei, aber auch eine schon nicht. Das ist nicht mehr perfekt. Also hat das automatisch zu bedeuten, der Kerl kommt auf den letzten Platz. Weil das ist Bodybuilding. Ja? Harmonie, Symmetrie, Flow des Bodies, Schönheit, tolle Muskeln, bla bla bla, ihr wisst schon. Sorry, es gibt eine Professional Wheelchair Class. Und dafür ist der Typ doch perfekt geeignet. Der hat doch keine Füße mehr gehabt. Der hat keine Füße und keine Unterschenkel mehr gehabt. Also kann der doch perfekt in der Rollstuhl-Wheelchair-Class mitmachen. Wieso stellt er sich dahin? Und jetzt stellt euch mal vor, die Judges machen den nicht in den letzten Platz. Ich weiß jetzt nicht, wo der gelandet ist. Aber sagen wir mal, der wird jetzt nicht letzter. Wie soll sich denn derjenige fühlen, oder diejenigen Athleten, die gegen ihn verloren haben? Ich arbeite das ganze Jahr an meinem Perfektionismus und dann kommt einer mit Prothesen und der besiegt mich. Ich verliere gegen jemanden ohne Beine. Das kann doch nicht wahr sein. Da müssen doch die Judges, der Veranstalter, wer auch immer in Charge ist, der muss sagen, sorry, du kannst nicht mit den Pros in dieser Klasse auf die Bühne gehen, weil du bist disabled. Du bist nicht normal. Es sei denn, du verstehst, dass du automatisch auf den letzten Platz kommst. Ich bin mir sicher, der kam nicht auf den letzten Platz. Und stell euch mal vor, wie man sich als Bodybuilder fühlen sollte, wenn man gegen jemanden ohne Beine, Füße, Waden, was auch immer, verliert. Das geht doch überhaupt nicht. Das muss verboten werden. Sorry. Ja, ich admire diesen Typen. Finde ich auch ganz toll, dass der trainiert und weitermacht und super und bravo. Auf jeden Fall bravo. Ganz geil. Aber du gehörst da nicht hin. Okay? Es geht ja auch kein Open Bodybuilder in der Bikini-Klasse. Du gehörst da nicht hin, weil du bist nicht perfekt. Dir fehlen Körperteile, die durch Prothesen ersetzt wurden. Ja? Sorry, verstehe ich einfach nicht. Wheelchair Class, there you go. Da gehörst du rein. Sorry. Das war meine Meinung. Das war mein kleiner Rant für heute. Und klar, jetzt habe ich mir wieder ein paar Feinde gemacht, aber man muss es doch mal sagen, man muss doch wirklich sagen, wie es ist. Mit dem, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, ihr bringt doch damit die Judges komplett in die Bredouille. Was sollen die denn tun mit sowas? Ja, dann gibt es natürlich das Pity, dann tut der Typ dir noch leid und dann kriegt er noch einen extra Bonus und all diese Scheiße, die darf einfach nicht passieren. Ja, ja. Das war das. Das war mein kleiner Rent für heute. Am Wochenende gibt es schon wieder eine Meisterschaft und dieses Mal Emir gegen Justin und ich glaube, da ist noch ein dritter Deutscher im Bunde, der mir jetzt gerade on top of my head nicht einfällt. Ich bin gespannt. Da haben wir endlich das Duell. Justin hat gesagt, er will jeden deutschen Pro-Bodybuilder schlagen. Okay, Justin, put your money where your mouth is. Ich bin gespannt. Bis dahin. Euer Ben Wellen says, out.